Jubel und ausgelassene Stimmung bei den Gästen. Am 23. Juni gewannen die Fußballer vom FK Hansa Wittstock verdient den Kreispokal. Die Meister der Landesklasse West hatten zuvor Gastgeber FSV Veritas Wittenberge-Brese mit 4:0 in der Verlängerung geschlagen. Dabei begann die Partie im Wittenberger Ernst-Thälmann-Stadion zunächst ausgeglichen. Genau genommen hatten die Gastgeber in der regulären Spielzeit sogar die besseren Torchancen. In der ersten Hälfte kam den Spielern von Veritas neben der Abseitsfahne auch Hansa-Keeper Kevin Apels in die Quere, der sich bei dieser Aktion verletzte, aber weiterspielen konnte. In der Halbzeitpause wurde Wolfgang Franek für seine langjährige engagierte Arbeit für den Fußball im Landkreis Prignitz mit der Ehrennadel des Fußballkreises in Gold ausgezeichnet. Auf dem Platz machten die Gastgeber auch in der zweiten Hälfte weiter Druck. Allein der Erfolg in Form von Toren wollte sich nicht einstellen. Die Gäste aus Wittstock konnten trotz einiger Möglichkeiten nicht abschließen. Es ging 0:0 in die erste Hälfte der Verlängerung. In der 95. Minute verwandelte dann schließlich Tommy Hordern nach einem Einwurf zum 1:0. Nur 4 Minuten später kam es im Wittenberger Strafraum zur wahrscheinlich spielentscheidenden Szene, als Schiedsrichter Philipp Kublang zum Entsetzen und Unverständnis der Wittenberger Fans einen Foulelfmeter pfiff. Diesen verwandelte Felix Strohtenk sicher zum 2:0. In der zweiten Hälfte der Verlängerung drängten die Gastgeber auf Anschlusstreffer und öffneten so die Verteidigung. In der 115. Minute traf Tommy Hordern erneut zum 3:0. In der 117. Minute traf Kevin Berlin mit einem Lupfer zum Endstand von 4:0. Eine herbe Niederlage für die Mannschaft vom FSV Veritas Wittenberge-Brese, die über weite Teile der Partie gute Chancen hatte. Die Gäste aus Wittstock konnten an diesem Abend verdient den erneuten Gewinn des Kreispokals feiern.